Aber ich mache ja hier auch Plus, das ist ja das Coole an der Sache. Also hier eventuell Gewerbegebiet und dann... Oh, Transportlama. Sorgen Sie dafür, dass ein Stadtbus Ihrer Nachbarn innerhalb eines Jahres 100 Mal zu ihm vorbeikommt, oder was? Mhm. Also hier Gewerbe und dann Restzeug. Oder mache ich hier... Ah, das wäre die Idee. Wenn ich hier vielleicht Platz machen würde für das Stadion, direkt am Eingang, ha? Für den Mega-GAU. Das ist doch eine super Idee, hä? Siehst du auch so, oder? Okay. Veranstaltung abbrechen? Nein, das möchten wir natürlich nicht. So, also wie sieht es jetzt hier aus mit euch bevölkerungsmäßig? Auf Besuch, 67, ja, die kommen von außen. Pendeln nach außerhalb, das machen sie nicht. Arbeiten tun sie alle hier, die Schweine. Wieso habe ich so viele Jobs? Mann, ey. Woher habe ich... Wieso habe ich Jobs? Und wo kann ich sehen, dass ich Jobs habe? Grundschule geschlossen. Ja, ist Quatsch. Haben diese Dinger hier Jobs? Kann ich denn sehen, was hier Jobs hat? Warum sehe ich das denn nicht? Gebäudedichtekarte. Die sind alle am Verrecken bei mir gerade hier. Technologie, Grundstückspreis. Gewerbedings. Geld. Hier ist ganz viel Geld. Profit. Okay. Profit. Profit ist da gut. Hier ist schlecht. Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Machen wir es mal so? Industrie habe ich ja eh gar nichts mehr. Na gut. Also ich erkenne nicht die Jobs. Jobs. Gesundheitskarte. Verunreinigungsgrad. Ah, oh. 23 Patienten, okay. Leute protestieren, Grund zu viel. Blub. Verunreinigungsgrad. Tralala. Sims in der Stadt. Verletzte. Sieht okay aus. Krankheiten. Oh, da. Hier gibt es Keime. Uns geht es hervorragend. Deswegen auch diese Keime. Ah, natürlich. Keime natürlich an... Not enough Simleons. Ah, das ist auch nicht so gut. Nee, das ist nicht so schön. Luftverschmutzung. Die wird hier rübergetragen von diesem Kohlekraftwerk. Wie viel Strom habe ich denn hier mit? Das Kohlekraftwerk macht 300 Megawatt. Wie viel Plus habe ich damit? Kann ich das abstellen? 199 Plus. Kann ich einfach mal sagen. Aus. 100 Megawatt Minus habe ich. Okay, und wenn ich jetzt... ich kaufe hier... Hast du Überschuss an... Kaufe ein A und löse Bockwurst. Ja. Das ist... ja. Lass mal weiterlaufen. Kriege ich jetzt hier wieder rein. 49 Einkaufen von Umbrella. Okay, 49. Das heißt, ich könnte eventuell Umbrella Corporation noch einmal hier Strom ausbauen. Oh, das Geld habe ich doch. Damit ich die Verschmutzung da in den Griff kriege. Hier hinten ist das hier. Editieren. 148 Überschuss habe ich. Wieso kann ich das nicht alles verkaufen? Verkaufen an Cubic. Achso, du kaufst von mir Strom? Offiziell? Ja. Gerade in meiner zweiten Stadt hier. Okay. 36.000 Barrel Öl. Und wie viel sind das hier? 12.000.
Boah, das macht aber ganz schön gut. Das sind nur 12.000 und das macht 24. Müsste ich mal ein Momentchen warten. Bin nämlich jetzt am Überlegen, ob ich hier wieder Strom hinzufüge und das dann verteile an meine andere Stadt. Silicon Valley bezieht kein Wasser mehr von ihnen. Okay. Doch, oder nee? Die Polizei aus Raccoon City unterstützen Umbrella Corporates Straßen. Okay, hier nochmal rein. Die brauchen Shopping, Leute. Aber mich nervt das irgendwie, dass ich hier so viele Arbeitsstellen habe. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ich habe doch alle Industrie weg. Wo arbeiten sie denn noch? Gewerbegebiete. Arbeiten die auch da? Das hier muss ja alles weg. Eigentlich muss das hier auch weg. Weil da muss ja eh... Das tut mir ja leid für euch, aber das ist halt so. Ich experimentiere hier weiter fröhlich. Ja. Und reiße fröhlich... Ach ja, Gasthaus Mittelmaß. Tschüss. Das muss hier eh weg. So, das ist doch schon mal hier. Meine Kohle wird knapp. Findest du? Damit meine ich jetzt nicht Geld, sondern damit meine ich jetzt, Ja, ich weiß, ja. So, wie sieht es jetzt aus? Arbeitslose? Nein! Wieso habe ich so viele Jobs? Woher habe ich 13.000 Jobs? Nein! Das wollte ich gar nicht. Ups. Wieso habe ich Jobs? Kann mir das einer mehr erklären? Jobs insgesamt? Nicht besetzte Jobs 8.000. Mit den Touristen machen wir richtig Geld. Oder wenig Geld? Ach, das hier? Braucht das hier Jobs? Hat das hier Jobs? Arbeiter. Ich möchte einfach nur sehen, wo Arbeiter sind. Bevölkerungskarte. Touristen. Ah, Arbeiter. Das sehe ich doch jetzt. Arbeiter. 89. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. 381. 241 Arbeiter. 180. Touristen hier. Im Hotel. Ich habe ein dickes Hotel. Da sind sehr viele Touristen drin. Ah. Okay, jetzt wissen die Leute nicht, was sie machen sollen. Profit und Transaktion des Monats 800.000. Steht hier. Oh. Das hört sich gut an, ne? Ja, das klingt doch ganz gut auf jeden Fall. Das heißt, ich muss jetzt hier daran gehen, mehr Einwohner zu produzieren. Machen wir also erstmal Einwohner. Sorry, du musst da leider weg. Um noch mehr Todesstau zu produzieren. Ach, hier kommt auch gleich mal ein schönes Gebäude dazu. Hier, wie sieht es hier aus? Irgendwie muss ich jetzt dafür sorgen, dass wir mehr Leute reinkriegen. Damit wir... aber ich habe trotzdem noch zu viele Jobs. Jobs insgesamt 12.000, also... Unterschicht geht doch eher... Richtung... Industriearbeiten, ne? Würdest du das so unterschreiben? Unterschicht, ja. Ja, würde ich so unterschreiben.
Ich müsste also mehr Unterschicht produzieren, ja? Genau, beziehungsweise... Dann probieren wir das einfach mal. Jo, ich habe deine 200.000 gekriegt. Boah. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist da. Dann spenden wir doch mal hier. Hm. 150.000 rüber. Geschenk senden an Umbrella. Okay, und dann lassen wir hier erstmal schnell laufen. Und hoffen, dass jetzt hier viele Einwohner reinkommen. Da ziehen Leute rein. Sehr schön. Die Leute in den Straßen von Gewartehausen sind dankbar für die Müllwagen. Gerne. Okay, ziehen jetzt hier auch Leute rein. Möp, möp. Ja, da ziehen sie rein. Das sieht nach Mittelschicht aus. Unterschicht. Penner. Die fressen, was ich wegwerfe. Na. Wie war es jetzt hier mit dem Strom? Habe ich zu wenig? Minus 43. Okay. Kohlekraftwerk, ne? Mhm, mhm. Wohngebiete. 10.000 nehmen wir da ein. Ach, herrje. Crash. Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, aktuelle laufende Veranstaltung. Ist gleich 20 Uhr. Da kommen noch Leute. Kriegen wir sie diesmal voll? Das ist aber schön. Ja. Was hast du gemacht für eine? Ja, nur diese Globe Theater Veranstaltung da. ...2.300 von 3.000. Am besten wäre es ja, wenn ich nur Hotels bauen könnte, ne? Aber das kann man sich ja nicht so aussuchen. Damit da die Touristen wohnen können. Ah, die sagen, wir bräuchten einen Flughafen. Sehe ich ähnlich. Mein Rathaus, das muss weg. Feuerwache, haben wir hier eine. Können wir das irgendwie umsiedeln? Grundschule, vom Bürgermeister geschlossen. Ich die beiden Sachen da weghaue. Kriege ich da, kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Das Ding kriege ich da nicht hin, ne? Nee, auf keinen Fall. Das passt natürlich auch nicht da. Überlagerung. Obwohl das ja... Ah, es müsste eigentlich passen. Aber... Dieses lustige Ding hier stört. Planieren, Pavillon, ja. Also ich, planiere die komplette Stadt. Ja, das würde hier passen. Machen wir einfach Wohnungen damit weg. Die kriegen Dichte. Die... Wir bräuchten hier etwas Strom, Hotel Plaza. Das sind die Unterschichten. Das sind die Mittelschichten und die will ich ja nicht mehr. So, Messegelände gebaut. Wie die Obdachlosen aussehen. Wie die Obdachlosen aussehen? Wieso? Ja, zu witzig. So. So, Messegelände, Spitze. Messegelände, was kann ich denn da machen? Geil, ich kann ein Schild aufstellen. Das kostet 50 die Stunde. Okay, dann kann ich doch hier mal fett was planen. Ach so, ja klar, da habe ich natürlich jede Menge Jobs drin. Hm. Also wenn die Industrie wollen, da arbeiten, dann sollen sie da in meine Industriestadt reingehen.
Wenn nicht, dann müssen sie halt, also ich habe keine Arbeitslosen, von daher. Ja, weiß ich auch nicht. Auf Besuch 200. Ich kann eine Veranstaltung jetzt planen. Also Motocross habe ich hier zur Auswahl. Sportveranstaltung, das ist für Anwohner und Touristen der unteren und mittleren Einkommensschicht. Ja. Und Rockkonzert, Einwohner und Touristen der unteren und mittleren Einkommensschicht. Ja. Motocross, Einwohner der unteren Einkommensschicht und Touristen. Bei mir läuft gerade eine Wasserpumpe trocken. Oh, bei dir? Ja. Wir machen jetzt hier ein Rockkonzert, das morgen mal hier ablaufen soll. Da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Das Globe Theater hatte ja gestern. Glaube ich, das lohnt sich nicht, jeden Tag immer die Veranstaltung zu machen, oder? Doch, oder? Schon. Also ich habe das in der anderen Stadt, die ich hatte, habe ich das jeden Tag gemacht, ja. Okay. Also bei mir wird sich das halt jetzt in der Stadt gerade nicht lohnen, ja, weil ich halt so ungefähr überhaupt gar keine Touristen oder so hast. Nö, weil ich ja absolute Stauprobleme habe und dementsprechend würde bei mir einfach überhaupt niemand da hinkommen. Die würden alle auf dem Weg einfach verrecken sozusagen. So, kriegen wir es irgendwie hier noch rüber? Großer Neigungswinkel. Oh, 64 Megawatt Defizit. Oh. Ich habe 49 Megawatt Defizit. But I don't care. And I don't care as long as you sing. Sing doch mal für uns. Oh, das geht jetzt hier? Nee. Großer Neigungswinkel. Was hat er denn? Was ist denn das? Ich möchte gerne diese Insel verbinden. Verdammte Axt. Zu großer Neigungswinkel. Industrieabteilung der Metallzentrale in LPT. Nee. Ingenieursabteilung, was ist denn das? Kann ich vielleicht das Megastadion? Ja, das passt ja nicht, schade. Irgendwas will ich auf diese kleine Gammelinsel hinsetzen. Und zwar. Also ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Wie ist das denn? Muss in der Stadt, in der ein Atomkraftwerk steht, muss da die Universität sein? Du brauchst zumindest qualifizierte Arbeiter. Okay. Da ist die Frage, müssen die von dir oder von außerhalb, oder können die auch von außerhalb kommen? Ist da schon berechtigt, die Frage? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ist jetzt nicht so schlimm, so eine Kernschmelze, ne? Ist halt. Ja, gäbe auf jeden Fall was Schönes zu sehen für die Zuschauer, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Müsste ich mir natürlich nur anschauen. Ich möchte den Big Ben auch irgendwie hinsetzen, mal. Soll ich hier mal irgendwie. Ich muss hier Wohngebiet oder so hinpacken, oder? Halt die Freiheitsstatue. Das wäre natürlich hier. Prima, das dachte ich mir ja schon. Und ich habe ein riesengroßes Problem mit den ganzen. Ja, da blinkt alles gelb. 575.000, der einzige Ort, wo sie einer Frau einmal richtig in den Kopf schauen können. Okay.